So, jetzt kommen die beiden jungen Damen, von denen ich Ihnen eben schon erzählt habe. Sie haben also versucht, mit welchem Ergebnis, das werden wir gleich sehen, die normale Computertastatur auf eine Klaviertastatur zu übertragen. Hier sind Anna Veit und Mirella Scholtes. Herzlich willkommen. So, jetzt erklären Sie mir das mal. Sie haben sich das ausgedacht? Richtig, richtig. Das war meine Masterarbeit an der Universität des Saarlandes. In was für einem Fach, wenn ich mal fragen darf? Informatik. Ah, Informatik, okay. Das ist auch Informatik. Ja. Und zwar hast du das schon ganz richtig erklärt. Mhm. Wir haben uns quasi eine Möglichkeit überlegt, wie wir mit irgendeinem Instrument Texte am Computer eingeben können. Okay. Das geht theoretisch mit jedem Instrument. Wir haben das mit dem Klavier probiert. Okay. Weil wir eben so begeistert davon waren, wie schnell Pianisten Lieder spielen können, wie schnell da die Finger über die Klaviertastatur fliegen. Okay. Wir haben uns gedacht, das muss man doch irgendwie nutzen können, um genauso schnell mindestens Text eingeben zu können. Darum geht's, weil genau, sonst ist es ja eigentlich nur Quatsch. Ja. Das heißt, ich spiele einen Akkord und dieser festgelegte Akkord, wo ich nicht erst 5 Buchstaben drücken muss, dieser festgelegte Akkord, diese Kombination von Tönen ergibt ein Wort. Oder genau. Standardworte. Genau, und dazu kann man dann noch mit einzelnen Solotönen sozusagen Kommas, Zeichen etc. setzen. Das ist ein besonderes Feature unserer Erfindung, ja. Weil man diese Akkorde ja auch in der Musik sehr oft hat. Die wollten wir eben nutzen, um dann ganze Wörter, das Ganze ist jetzt fürs Englische ausgelegt, also zum Beispiel lange Wörter wie because oder with oder sowas in der Art, die kann man dann mit einer Bewegung direkt super ach, das schnell war, eingeben. Ach, Sie haben gerade because gespielt. Genau. Ach, guck mal. Das geht dann sogar in unterschiedlichen Oktaven. Ah, nee, das Him habe ich gerade gespielt. Das war ein falscher Akkord. So. Also E und C. Ach so, ist A. Guck mal hier, because, because, because. Toll. Löschen. Geht auch? Ja. Ach, guck mal hier. Ja, toll. Das ja. heißt, nachher merkt man sich die Worte gar nicht mehr über die Buchstabenkombination, sondern einfach nur über den Sound. Ich weiß genau, ist löschen. Zum Beispiel, richtig, ja? Richtig. Ja. Okay. Die Idee dahinter ist natürlich, dass wir irgendwann die Tastatur, die ja schon fast 150 Jahre alt ist, dass wir die irgendwann ersetzen können und eben wesentlich schneller, so schnell wie wir sprechen oder sogar denken, dann Texte eingeben können. Also Sie können, muss man da bestimmte Fähigkeit haben? Müssen Sie jetzt noch nachdenken oder spielen Sie das schon wie Musik? Nee, also das ist eher wie tippen halt, nicht wie Musik, sondern eher, wie tippen. Ja. Also ich gebe Ihnen einen Text und theoretisch können Sie den dann spielen auf der Tastatur. Ja. Ich mache Ihnen mal einen kleinen Vorschlag, schauen Sie sich mal das an. Vielleicht können Sie das, was dieser junge Mann hier sagt, gleich mal für uns auf dem Klavier spielen. Beispielsweise, also nicht beispielsweise, sondern das ist so gewesen. So, Karin, habe ich, also sagen wir, Barbara hat sie angerufen. Karin, möchtest du nicht runterkommen? Karin auf einmal sagt sie, nee, ich kann nicht. So, Jens, ich hab Jens. So, wir kommen zu ihr, ich klopfe an die Tür, wollte ich natürlich rein. Karin kommt zur Tür und Jens ist nicht da. Ja, das ist doch irgendwie, ne? So, das kann man jetzt spielen auf der Tastatur. Ja. Da muss man das Ganze, was er gesagt hat, in eine Partitur umschreiben. Das sieht dann so aus, Sie haben das mal gemacht. Das ist sozusagen Oleg. Das ist der junge Mann, der gerade das erzählt hat. Und das ist die Partitur. So sieht das aus. Ja? Genau. Man muss das nicht in die Partitur umschreiben. Man kann das. Sie braucht die Partitur nicht zum Schreiben. Genau, ich kann das auch so. Ach so. Aber jemand, der das jetzt nicht beherrscht, sie hat das quasi auswendig gelernt, aber jemand, der das nicht kann, kann das jetzt von den Noten abspielen und der Text kommt raus. Dann spielen Sie es doch mal vor. Ich bin mal gespannt, wie das... Das ist jetzt kein so einfacher Text, aber... Kein einfacher Text, das ist richtig. Ja. Das ist... Literatur. Good. Okay. Hä?
ist doch eine tolle Sache. Und wenn man es einmal gehört hat, kann man sich einfach schon anhand der Melodie merken. Oder? Könnte jetzt der Wolfgang, wenn er jetzt eine Partitur kriegt, er spielt das, er weiß aber gar nicht, was dabei rauskommt. Ja. Dann kann ich es nachher lesen. Also ja, Sie geben ihm Noten, er schreibt aber eigentlich einen Text. Genau. Das kann man machen. Wolfgang, kommst du mal rüber? Kleinen Applaus für Wolfgang, meine Damen und Herren. Hallo Wolfgang. Setzen Sie mal hin. Wundern Sie sich nicht, Wolfgang ist heute in seinen Privatklamotten hier. So, pass auf, wir haben dir jetzt hier eine Partitur gegeben. Kann man das sehen? Ich zeig's mal gerade für die Kamera. So, was? Ja, warte mal. Erstmal alles löschen, oder? Ja, das sind die Noten. Nee, doch, das sind die Noten. Das ist das, was Wolfgang jetzt spielt. Und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ist nicht besonders lang, aber genau hingucken, ne? Nicht, dass sich verspielt. Dann haben wir den Salat nämlich. Achtung. Oh, ist verspielt. Kann ich den löschen? Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Dass Sie es besser drauf haben, dass Sie es schon schneller können. Ja. Das heißt, Sie lesen nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, sondern Sie lesen das ganze Wort und dann hacken Sie einfach rein. Genau. Toll, ich bin gespannt, was daraus wird. Ja? Wenn das mal so weit ist, dass diese Technik auch auf Smartphones benutzt wird, dann kommen Sie wieder. Ja? Machen wir. Vielen Dank. Applaus, meine Damen und Herren, für Anna Falk und Mirella Scholtes. Dankeschön.